Der Ring Muscle Up ist einer meiner liebsten dynamischen Calisthenics Skills. Es braucht einiges an Kraft, sowohl im Klimmzug als auch im Dip. Entscheidend ist am Schluss aber eine gute Technik in der Transition. Ich muss zugeben, ich selbst habe den Ring Muscle Up einfach nur durch Trial and Error gelernt, was nicht allzu einfach war und auch nicht allzu angenehm immer. Damit du dir das ersparen kannst, erkläre ich dir im Folgenden die allerwichtigsten Tipps und Hinweise, die dir dabei helfen werden, den Ring Muscle Up auf angenehmere und schnellere Weise zu schaffen. Schauen wir uns dazu zunächst einmal den Bewegungsablauf genauer an. Du solltest auf jeden Fall mit einem guten False Grip im Ring starten. Das heißt, dass du darauf achtest, dass auch ein Teil deines Handgelenks hier bereits im Ring mit drin hängt. Das macht die Transition später einfach viel, viel leichter. Vom Hang aus ziehst du dich dann möglichst hoch im Klimmzug, dass du die Ringe circa auf Brust- oder sogar Rippenhöhe bekommen kannst. Damit ist es dann nämlich leichter, hier die Ringe vorne seitlich am Körper vorbeizuziehen, hinten die Ellbogen aufzustellen und dich über den Dip nach oben in den Stütz zu drücken. Kommen wir nun zu den krafttechnischen Voraussetzungen, die du erfüllen solltest, bevor du deinen ersten Ring Muscle Up versuchst. Anhand dieser werde ich dir auch gleich noch ein paar weitere praktische Tipps für den Ring Muscle Up später mitgeben. Punkt Nummer 1, ein guter False Grip. Du solltest in der Lage sein, den False Grip für ca. 10 bis 20 Sekunden im Hang halten zu können. Das kannst du auch als Übung machen, um einfach die notwendige Kraft aufzubauen, dass du dann während dem Ring Muscle Up nicht aus Versehen wieder aus dem False Grip herausrutschst. Was dabei natürlich auch hilft, ist auf jeden Fall eine gute Menge an Chalk. Das trage ich auch mal hier auf mein Handgelenk mit auf, damit ich dort nochmal ein bisschen extra Halt habe. Ich greife immer hier seitlich und dann, während ich mich reinhänge, rutscht meine Hand meistens hier runter, beziehungsweise der Ring dreht sich ein bisschen und dann habe ich einen sehr guten Halt. Dabei versuche ich natürlich hier möglichst aufgestellt drin zu bleiben. Aus diesem False Grip sollte es dir dann auch nicht allzu schwer sein, um die 3 bis 5 hohe Klimmzüge an den Ringen zu machen. Wenn du die Klimmzüge in den Ringen übst, achte dabei auch darauf, dass du deinen Ellbogen eng an den Körper ziehst. Das wird dir nämlich später die Transition nochmal einfacher machen. Das heißt, während du dich hochziehst, willst du die Ellbogen fast hier schon an deiner Seite vorbei streichen und dich dabei eben so hoch wie möglich ziehen. Voraussetzung Nummer 3 ist natürlich die Kraft im Dip. Der Dip in den Ringen ist gar keine so einfache Sache, einfach durch diese Instabilität, die sich durch die Aufhängung ergibt. Das heißt, hier auch noch ein kleiner Tipp am Rande. Schau darauf, dass die Ringe möglichst eng hängen. Also nicht allzu weit, weil das macht den Dip noch mal schwieriger, sondern eher so schulterbreit oder sogar einen Ticken enger. Zudem macht es hier auch einen Unterschied, wie hoch die Ringaufhängung ist. Wenn die Bänder oder auch Ketten, woran die Ringe hängen, sehr lang sind, gibt das Ganze noch mal extra Instabilität, was den Dip noch mal schwieriger macht. Alles in allem solltest du aber trotzdem in der Lage sein, circa auch 3 bis 5 tiefe Dips in den Ringen zu schaffen. Wenn dir die Tipps bis hierher schon geholfen haben, freue ich mich mega, wenn du mein Video mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben unterstützen kannst. Wenn du nun also die notwendige Kraft für den Ring Muscle Up hast oder aufgebaut hast, geht es darum, die Transition zu verstehen bzw. zu optimieren. Hierbei ist, wie schon gesagt, der False Grip super wichtig, denn der wird es dir ermöglichen, wirklich auch aus der Pull-Bewegung kontrolliert in die Dip-Bewegung umzukehren. Ziehe also mit diesem False Grip deinen Pull-Up so hoch, wie du kannst. Achte hier auf eine enge Ellbogenposition, weil wenn du die Ringe hier außen hältst, ist das einfach wesentlich instabiler und es wird dir schwer fallen, in den Dip zu kommen. Das heißt, du willst hier die Ringe quasi möglichst eng vor dem Körper, du kannst auch probieren, dass sie sich hier vorne fast berühren, ziehen, um dich dann von hier aus dieser quasi Rücklage, nach vorne über deine Hände lehnen zu können. Und dann ziehst du die seitlich eng an deinem Körper vorbei. Stichwort wirklich eng. Das habe ich am Anfang immer wieder falsch gemacht, dass ich hier hing und versucht habe, mich hochzudrücken. Das ist einfach super, super schwierig. Das heißt, achte darauf, eng am Körper. Und sobald du hier die Ellbogen aufgestellt hast, probierst du auch weiterhin eng am Körper die Ringe nach unten zu drücken. Ein weiterer Tipp für die Transition ist es, dass du während des Pull-Ups nach oben schaust. Dabei kannst du dich quasi auch so ein bisschen zurücklehnen, dass es sich fast eher so ein bisschen wie ein Row anfühlt. Und dann, sobald du aber am höchsten Punkt bist, willst du das Ganze umkehren.
Du lehnst ab dem Punkt deinen Kopf nach vorne und probierst somit auch deinen Oberkörper nach vorne zu bekommen. Ich schaue dann meistens auch so ein bisschen nach unten, um mich wirklich hier über die Ringe, über meinen Drehpunkt lehnen zu können und in die Dip-Position zu kommen. Um die Transition-Bewegung spezifisch zu üben, kannst du auch einfach die Ringe mal ein ganzes Stück niedriger, circa auf Hüfthöhe aufhängen und dann mit der Unterstützung deiner Füße diese Bewegung probieren. Ich starte dafür meistens mit einer Row-Bewegung und probiere dann möglichst geschmeidig aus diesem Zug meine Ellbogen aufzustellen und in die Dip-Position zu kommen. Eine weitere Variante bzw. Vorübung für den Ring Muscle Up ist es, das Ganze mit Bandunterstützung zu üben. Meine präferierte ist es hier, zwei Bänder zu verwenden. Eins kommt an jeweils einen Ring. Die kannst du dann unten überkreuzen, mit beiden Füßen reinsteigen, deinen False Grip platzieren und dich dann nach oben ziehen. Problem ist es hier immer, dass natürlich ab einem gewissen Punkt der Zug der Bänder nicht mehr existiert. Ab da bist du dann natürlich auf dich allein gestellt. Zum Abschluss nochmal zusammengefasst die allerwichtigsten Punkte, die du beim Ring Muscle Up beachten solltest. Punkt Nummer 1, False Grip. Das kann ich nicht oft genug verwenden. Schau wirklich, dass du den gut hältst, dass du ordentlich Chalk verwendest, um dabei auch nicht rauszurutschen. Punkt Nummer 2, hänge die Ringe tendenziell etwas enger auf und achte darauf, dass die Bänder nicht allzu lang sind. Und das Allerwichtigste, Punkt Nummer 3, halte die Ringe immer so eng am Körper wie nur möglich. Das wird dir einfach mehr Stabilität geben und das Ganze viel, viel einfacher machen. Das war's mit den Tipps. Du bist jetzt gerüstet mit dem besten Wissen für deinen ersten Ring Muscle Up. Ganz viel Spaß beim Üben und bleib fit!